Hallo. Nah und fern. Größe und Entfernung von Gegenständen. Wie kommt es, dass Gegenstände je nach ihrer Entfernung größer oder kleiner aussehen? Nun, von zentraler Bedeutung ist hierfür der Sehwinkel zwischen den äußeren Randpunkten eines Gegenstands und deinem Auge. Zwei unterschiedliche große Gegenstände erscheinen zum Beispiel gleich groß, wenn der Sehwinkel gleich ist. Vom Punkt B aus gesehen erscheint die Person in 6 Meter Entfernung genauso groß wie der Baum, der 24,50 Meter entfernt ist, denn der Sehwinkel ist gleich. Skizziert man in einem geeigneten Maßstab die Größe und Entfernung zweier Gegenstände, so lässt sich vorhersagen, welcher Gegenstand größer erscheint, indem man Verbindungslinien von den Randpunkten der Gegenstände zum Ort des Betrachters zieht, erkennt man sofort, zu welchem Gegenstand der Sehwinkel groß ist.